Hallo, ich grüße dich ganz herzlich. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte gern was mit dir teilen, warum Geld wichtig ist, enorm wichtig ist, sein kann oder ist, einfach ist. Und warum du unbedingt selbstbestimmt leben solltest. Ich habe das gerade heute noch mal bei mir selbst festgestellt. Und zwar, ich bin immer noch irgendwie ein bisschen berührt. Aber es ist inzwischen wieder Erleichterung da. Unsere Tochter ist gerade in Bulgarien unterwegs. Und als wir heute Mittag heimgekommen sind, mein Mann und ich, wir waren unterwegs. Wir holen ja immer, wenn wir zu Hause sind, versorgen wir uns ja selbst mit Quellwasser und waren da unterwegs an die Quelle. Das ist immer so eine Ecke zu fahren. Und sind gerade heimgekommen und da klingelte das Telefon, das Handy von meinem Mann. Meins hatte ich nicht gehört, das war in der Tasche. Und unsere Tochter war dran. Und sie saß gerade im Krankenwagen und war unterwegs ins Krankenhaus, weil es ja nicht gut ging. Warum, was jetzt war, spielt ja mal keine Rolle. Und wenn du Kinder hast, weißt du ja, wie es einem dann irgendwie geht. Wenn du nicht gerade in unmittelbarer Nähe bist, um die Ecke bist und du hörst dein Kind und du hörst, es geht ihm nicht gut. Und es hockt im Krankenwagen, ist unterwegs ins Krankenhaus und du weißt noch keine Diagnose und gar nichts. Dann beginnt Geld. Es ist jetzt nochmal Entwarnung. Ich habe gerade eben die Info gekriegt. Sie ist jetzt nochmal zurück im Hotel. Und bis auf ein paar Nachwirkungen geht es ja jetzt nochmal so weit gut. Aber was habe ich heute Mittag gemacht in der Zwischenzeit? Also ich hatte dann mit ihrer Freundin Kontakt. Die hat mich dann immer auf dem Laufenden gehalten, was denn so im Krankenhaus war und so weiter, was sie gekriegt hat. Also und was habe ich parallel gemacht? Weil ich wusste ja jetzt nicht, muss sie im Krankenhaus bleiben, welche Diagnose wird da gestellt und, und. Ich habe in der Zwischenzeit im Internet geguckt, wann der nächste Flug geht. In dem Falle, wir sind ja jetzt gerade hier im Saarland, von Frankfurt aus zu dem Zielflughafen. Varna ist das, glaube ich, in Bulgarien. Und da wäre es verdammt nochmal völlig egal gewesen. Ich bin gerade zu berührt nochmal, ich wollte jetzt nicht hier heulen. Da wäre es verdammt nochmal egal gewesen, was der Flug kostet. Ob das Business Class, Economy Class oder First Class ist, dass ich mich hätte heute noch gönnen. Oder spätestens morgen früh. In den nächsten Flieger setzen und dahin fliegen, um bei meinem Kind zu sein. Und ich hätte verdammt nochmal niemanden fragen müssen, kann ich Urlaub haben? Wie lange kann ich dort bleiben? Es wäre einfach, Entschuldigung, scheißegal gewesen, wie lange ich dann in Bulgarien gewesen wäre, ob eine Woche oder 2 Wochen oder was auch immer. Und da siehst du einfach mal, wie wichtig es ist. Ich wollte jetzt hier überhaupt nicht weinen. Aber es hat mich jetzt gerade so berührt. Egal. Ist jetzt halt so. Und dann wäre es einfach völlig egal gewesen, was das alles gekostet hätte. Ich hätte einfach können vor Ort bei meinem Kind sein. Und warum bin ich in dieser Situation jetzt? Weil ich meinem Seelenplan folge, weil ich das, was mein Herz möchte, nämlich anderen Menschen, anderen wunderbaren Frauen wie dir, auch helfen möchte, in diese Situation zu kommen. Dass du in jeglicher Situation das machen kannst, was deinem Herz entspricht. Und dass du dir in jeglicher Situation, sei es ärztliche Hilfe oder was auch immer, dass du dir dein Leben so gestalten kannst, wie es dir und deiner Familie entspricht. Dass du frei leben kannst, selbstbestimmt leben kannst. Und dass du nicht irgendeine andere Nase fragen musst, kann ich jetzt noch Urlaub machen? Oder irgendwie einen Urlaubsschein unterschreiben lassen oder dir überhaupt über
um Geld oder sonstige Dinge Gedanken machen musst, sondern dass es verdammt nochmal einfach da ist. Und es passt auch so gut, sinnigerweise, nächste Woche am Montag startet ja die Money-Freude-Challenge. Das habe ich so in den letzten Wochen irgendwie so in mir getragen, sowas zu machen, weil ich weiß, wie viele von euch hier, und ich war ja auch mal in der Situation, wie viele von euch hier auch ein Geldthema haben, was ich ja früher auch hatte. Es gab Situationen oder Zeiten in meinem Leben, da habe ich wirklich gedacht, ich kriege mein Geldthema in diesem Leben hier nicht mehr geheilt. Aber warum stehe ich jetzt da, wo ich gerade stehe? Nicht, weil ich mich mental ausgerichtet habe oder weil ich da hocke und Om singe oder einfach nur gedacht hat, wird wohl alles gut gehen, sondern ich habe mich mental ausgerichtet, klar, aber ich bin auch ins Handeln gekommen. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich will aus diesem anderen Leben raus. Ich will aufhören, mich leben zu lassen. Ich will meiner Familie was anderes bieten können. Ich will mir keine Gedanken mehr machen müssen, wann ich Urlaub mache, wo ich Urlaub mache, ob ich überhaupt Urlaub mache, sondern ich möchte mein Leben zum Urlaub machen. Denn das ist letzten Endes das, was du hast, wenn du deinem Seelenplan folgst und deinem Herzen folgst. Dann musst du nicht mehr arbeiten. Dann wirkst du. Das ist das Thema Selbstverwirklichung. Dann empfindest du das nicht als Arbeit, sondern dann wirkst du. Und ich habe, als ich mir die ersten Coachings geleistet habe, ich hatte das Geld auch nicht, weil ich war immer im chronischen Geldmangel. Ich habe alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Von Krediten, von Kreditkartenüberzug, von Kredit zu nehmen auf verschiedenste Art und Weise. Ich habe mir das Geld einfach besorgt, dass ich das Geld hatte, um in mich, in meine Persönlichkeit, in meine persönliche Entwicklung zu investieren. Nur deshalb stehe ich jetzt da. Nicht, weil ich irgendwie Glück hatte, sondern weil ich eine Entscheidung getroffen hatte, ins Handeln gekommen bin, mir Hilfe geholt habe und die Dinge umgesetzt habe, die meine Coaches mir gesagt haben. Das wollte ich jetzt einfach mal mit dir teilen. Und ich hatte gerade noch Kontakt zu einer wunderbaren Akademikerin, die bei mir in der Akademie ist. Das wollte ich dir jetzt noch erzählen. Ach ja, ich stehe noch ein bisschen neben mir. Es hatte noch was mit dem Thema Geld zu tun. Ich weiß es nicht mehr. Ist weg, war wohl nicht mehr so wichtig. Okay, also das, wie gesagt, zu dem Thema Geld. Geld ist nicht wichtig. Geld ist verdammt wichtig in solchen Situationen, dass du frei entscheiden kannst und dass du selbstbestimmt lebst. Und das jetzt mal so als aktuelles Beispiel, was ich natürlich sinnig finde. Es ist ja jetzt nochmal Entwarnung und unserer Tochter geht's gut. Dass ich jetzt für nächste Woche von Montag bis Freitag diese Seelenfreude-Challenge, nicht Seelenfreude, Money-Freude-Challenge, so habe ich sehr genannt, geplant habe, wo ich dir wirklich Impulse mit auf den Weg gebe, wie du dein Geldthema auch auf ein anderes Level bringen kannst. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Eben, was ich dir noch mitteilen wollte. Und es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie erleuchtet bin oder was. Ich will jetzt auch noch mal mich weiterentwickeln und den nächsten Quantensprung in meinem Leben machen. Und ich habe gestern oder so jemanden, der hat mich auch gefragt, wie viele Coaches hast du? Da war überhaupt erstaunt, dass ich Coaches an meiner Seite habe. Da habe ich gesagt, fünf. Und eben ist mir so bewusst geworden im Gespräch, dass es eigentlich sechs sind. Ich habe sechs Coaches im Moment an meiner Seite. Ich habe jeden Tag ein Coaching zurzeit, um mich weiterzuentwickeln. Und das sind alles Dinge, die ich dir ja auch eben entsprechend weitergeben kann und darf und möchte, damit du genauso in deine Größe kommst, damit du genauso dein Potenzial annehmen kannst,
damit du genauso wie ich Stein und Seelenplan leben kannst und selbstbestimmt leben kannst und auch dein Geldthema heilen kannst. Aber ich kann es dir nur letzten Endes auf dem Silbertablett servieren. Umsetzen musst du natürlich selbst. Und das fängt damit an, dass du erstmal eine Entscheidung triffst. Und wenn du jetzt noch in der Situation bist, dass du sagst, dir vormachst, letzten Endes ist es ein Vormachen. Du hast kein Geld, um in dich zu investieren. Es gibt immer Mittel und Wege, sich Geld zu besorgen, um in sich und seine Persönlichkeit zu investieren. Das ist mal ein krasses Beispiel, wenn ein Mensch in einer Gefahr ist, der dir am Herzen liegt. Und du ihm helfen kannst, mit deiner Anwesenheit oder mit Geld oder keine Ahnung, es sind jetzt, was weiß ich, sag jetzt mal 10.000 oder 15.000 Euro notwendig, damit du diesen Menschen, den du liebst, der dir alles bedeutet, damit du den retten kannst, würdest du dir dann verdammt nochmal sagen, ich habe kein Geld, kann halt nichts machen? Oder würdest du alle Hebel in Bewegung setzen, dir das Geld zu besorgen, damit du diesen Menschen helfen kannst? Also ich würde alle Hebel und Wege in Bewegung setzen. Und deshalb ist es letzten Endes, auch wenn es jetzt ein bisschen hart und banal klingt, nur eine Geschichte, die wir uns erzählen. Ich habe kein Geld. Du hast bestimmt auch schon mal die Erfahrung gemacht, wenn du irgendetwas erreichen wolltest, egal was es war, du hast es erreicht, du hast alle Hebel in Bewegung gesetzt, um es dir zu ermöglichen. Deshalb, wenn du jetzt wirklich in der Situation bist, dass du dir bislang noch die Geschichte erzählst, ich habe kein Geld, dann frag dich bitte lediglich, wenn du was in deinem Leben verändern möchtest und wenn du auch an diesem Thema etwas ändern möchtest, wie ist es möglich, dass diese Möglichkeiten in dein Bewusstsein und setze alle Hebel in Bewegung und komm ins Handeln. Komm ins Handeln, dass du in dich investieren kannst und endlich auch deinen Seelenplan leben kannst, deinem Herzen folgen kannst und dass so dieses leidige Thema Geld kein Thema mehr ist, weil es einfach immer da ist. Danke für dein Dabeisein, auch hier in der Gruppe. Danke, dass du jetzt auch hier dabei warst. Und sorry für die Tränen, ich war einfach noch so emotional, doch in der Geschichte drin, als ich das nochmal erzählt hatte. Weil das macht einfach ganz viel dann mit einem, wenn es dem Kind nicht gut geht. Es ist ja Gott sei Dank Entwarnung und alles ist wieder gut. Okay, also, ganz liebe Umarmung. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss. Danke, liebe Selina, für deine lieben Worte. Du bist gerade die Einzige. Ich sehe, es sind einige live dabei. Aber dein Post ist der Einzige, den ich hier sehe. Dankeschön. Ciao.